I wish you a merry crow. Verdammt, es geht los. Herzlich willkommen zur 22. Folge der satirisch ausgelegten JTI Rap News mit wahrer Kernaussage der News, meine Freunde. Heute erfahrt ihr etwas über Bones MC und eine besondere Winter Edition, Hundefilter bei Frauen und etwas über Popsänger Crow. Ich grüße alle aus den Comments vom letzten High und Hungrig 1 Unboxing. Freut mich sehr, dass die One-Take-Time-Idee von euch sehr gut aufgenommen wurde. Fetten Dank für eure Props. Grüße gehen an alle raus. Hey, wenn du deinen Nick im Hintergrund siehst, dann Daumen nach oben. Wenn nicht, dann Daumen nach oben. Mach einfach einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Hurensöhne, Bones MC von der 187 Straßenbande bestätigt endlich das, was ich immer sage. Frauen oder Männer mit Hundefilter sind geistig nicht ganz ausgereift. Auf Facebook betitelt er Frauen, die einen Hundefilter benutzen, als Hurensohn. Ich bin ganz seiner Meinung, lasst den beschissenen Hundefilter weg. Was soll der auch bringen, meine Freunde? Support an Bones MC. Ich habe High und Hungrig 1 geunboxed, nur für euch. Link in der Beschreibung, schaut rein. Millionen. Wie Music Press enthüllt, hat ein bestimmtes Label in den letzten 3 Jahren Umsätze im Millionenbereich gemacht. Freunde da draußen, stoppt das Video und ratet mal mit. Und, seid ihr drauf gekommen? Ja, dann lasst einen Kommentar da. Ich enthülle es, es war Selfmade Records. Der Umsatz ist natürlich kein Gewinn, dennoch blieb nach Abzügen einiges über. Respekt an Elvier, Prognosen zufolge soll der Umsatz in den nächsten 3 Jahren auf 1 Million Umsatz fallen. Da Colin nicht mehr dabei ist, ich bleibe dran. Tannen, wie in den letzten Rap News enthüllt, wird es tatsächlich Tannen aus Plastik geben. Achtung, Spoiler! In der goldenen Box wird sich ein 187 Kalender, eine Wintermütze, eine Safari EP, eine 187 Allstars EP, eine Live-DVD und was weiß ich noch befinden. Da ich ein Spaß bin und vergessen habe, nach der Rap-Pause die letzte Palm aus Plastik-Box zu bestellen, freue ich mich umso mehr auf die Winter Edition. Es wird auf jeden Fall geunboxed, meine Freunde. Wer noch? Zeigt eure Freude in den Kommentaren mit irgendwelchen lustigen Sprüchen. Panda, der Mainstream-Pop-Musiker Crow, muss möglicherweise vor Gericht. Grund sei eine Wasserflasche, die er ins Publikum warf und einen Fan am Kopf traf, wodurch der Fan nun auch nicht dümmer sein dürfte. Er soll den Fan anschließend bepöbelt haben. Es stellt sich die Frage, muss der junge Panda die Maske abziehen und sein gehäutetes Gesicht zeigen? Ich bleibe dran. Was passierte noch in Rap-Deutschland? Das erfahrt ihr im News-Ticker. Sierra Kid bringt neues Video namens Polizei heraus. Unbekanntes Flugobjekt 361 kündigt neues Mixtape namens IB3B an, wenn ich das I nicht als L falsch interpretieren sollte. Neuer Tourblock mit Bushido und Shindy online. Check mal ab, Link in der Beschreibung. Scylla enttäuscht Torch und bringt passendes Video heraus. Link ebenfalls in der Beschreibung. Kollege der Boss ist immer noch der Kaiser und Offbeat. Eure Meinung zu den Themen in den Kommentaren ballern, meine Freunde. Vielen Dank. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielen Dank. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Gehabt euch wohl, euer Herr JTI Rap News. Ist natürlich Spaß, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Schaut oben rechts die letzte Folge mit Visavi an. Ja, die ist einfach zu krank geworden, weil sie einfach zu viel Arbeit, aber trotzdem exzellente Sneaker trägt. Direkt runter, direkt drin. Der gelangt jetzt zum High und Hungrig 1 Unboxing. Viel Spaß, meine Freunde. Wir schreiben.